Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist wieder Raw Talk Zeit, das heißt, es geht wieder um die Bearbeitung eines Bildes. Ihr befindet euch jetzt in einem Untervideo. Das Hauptvideo habe ich euch wieder hier oben verlinkt. Da diskutieren Markus und ich über eure Bilder sowie über unsere beiden Bearbeitungen, vergleichen die ein bisschen. Und jetzt im Anschluss gibt es dann eben die Bearbeitung, die ich an dem Bild durchgeführt habe. Es ist ein bisschen ein anderes Bild. Ein Bild, was Markus im Urlaub gemacht hat, und ich habe daran mal ein bisschen in Photoshop rumgebastelt. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, gebt einen Daumen nach oben und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, abonniert meinen Kanal direkt hier unten in der Ecke. Viel Spaß! So, ich habe das Bild schon mal hier in Photoshop geöffnet und heute mal ganz ohne Lightroom das Ganze, sondern hier mit Photoshop und dem RAW-Converter. Das Bild hier unten ist jetzt die DNG-Datei, die ihr auch herunterladen konntet. Und ich habe das einfach gemacht, indem ich hier einen Rechtsklick drauf gemacht habe auf den Text hier und dann neues Smart Object durch Kopie. Das ist die Ebene darüber. Und da gehen wir einfach mal in den RAW-Converter rein. Denn was habe ich hier gemacht? Ich habe die Farbtemperatur ein bisschen nach unten korrigiert ins Bläuliche, denn ich möchte eher so ein, ja, richtige Abend-Sonnenuntergangsstimmung oder vielleicht auch eine morgendliche Stimmung erzeugen. Schauen wir mal. Und die Klarheiten etwas nach oben, Dynamik etwas unten, um hier einfach ein bisschen wenig Licht und Farben im Bild zu haben. Dann habe ich noch ein bisschen Tönung draufgegeben, hier bei 27 Sättigung, so ein Blauton. Und das war es auch schon hier im RAW-Converter. So, blenden wir das einmal ein. Und was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe mir hier eine Gradationskurve geholt, habe die sehr stark nach unten gezogen, wie ihr seht. Und ihr seht auch hier eine Maske dabei. Ich blende euch die einmal kurz ein. Und ihr seht, ich habe hier einen Verlauf gemacht und habe dann einfach das Gebäude und hier hinten das Gebäude ausmaskiert und habe dann dadurch erreicht, dass, wenn ich das mal einblende, ich hier oben den Himmel schön abdunkeln konnte. Im nächsten Schritt habe ich dann einfach eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene genommen, habe die etwas hier in den Blautönen nach unten gezogen und das Ganze im Modus weiches Licht bei, ja, 60% knapp drüber gelegt, um hier einfach ein bisschen, ja, mehr Kontrast und diese Kantenkontraste zu bekommen, ja. So, dann sind wir in Color FX Pro gegangen. Ich blende das mal ein. Und da ist einiges passiert. Und da gehen wir auch mal kurz in die Software rein. Das ist ja das Schöne an Smart-Objekten, denn da kann man jederzeit nochmal die Einstellung einsehen. Ihr seht hier, den Detail Extractor habe ich einmal hinzugefügt. Ich mache die anderen mal aus. Und dadurch habe ich sehr viele, ja, Mikrokontraste und Details gewonnen. Hab dann Dark Contrasts, das sind eigentlich Dunkeldetails, die ich da hinzugefügt habe. Und das Ganze im gleichen Atemzug etwas abgedunkelt weiter und dann noch ein Cross-Processing drüber gelegt, um noch mehr diesen Blau-Look zu bekommen. Und das sah dann vorher nachher hier in ColorFX Pro so aus. Gehen auch einmal hier zurück. Können das hier jetzt eingeblendet lassen. Und ihr seht, jetzt haben wir schon eine sehr, sehr, ja, nächtliche Stimmung. Ich zeige es euch einmal nochmal. Das hier ist das Vorher, das ist das Nachher. Im nächsten Schritt habe ich mir dann einfach eine Gradationskurve erstellt. Auch wieder hier abgedunkelt. Hab dann, wir bleiben bei der unteren, hab die abgedunkelt, also nach unten gezogen. Ihr seht hier einfach mit dem Ellipsenwerkzeug, mit dem Ellipsenauswahltool hier so eine Auswahl aufgezogen und hab die dann mit Schwarz gefüllt. Und dann über den gaußschen Weichzeichner habe ich die Maske hier dann etwas weich gezeichnet. Ihr seht das hier. Die ist etwas weich an den Rändern. Und habe das Ganze dann einfach mal aktiviert. Dadurch habe ich so eine Vignette bekommen. Jetzt war mir das hier aber doch im Vergleich etwas zu dunkel. Dann gehe ich sehr oft hin und kopiere mir einfach diese Einstellungsebene. Gehe dann hier in diesen Bereich rein und heb den etwas an, kehre die Auswahl hier einfach um und habe dann auf diese Weise sehr schnell eine schöne Vignette erzeugt. Dann habe ich mir ein Bild von einem Himmel genommen, von so einem rötlichen Himmel, habe den hier hinten eingefügt, habe einfach
mit dem Schnellauswahlwerkzeug hier über diese Bereiche drüber gefahren, um hier einfach diese Kanten vom Auto hier auszuwählen und dann hier eine schöne Freistellung hinzubekommen, dass wirklich der Himmel nur hier hinten in diesem Bereich dann sichtbar ist. So, das Ganze habe ich dann auf dem Modus hartes Licht gemacht, habe das Ganze noch einmal kopiert auf weiches Licht bei weniger Deckkraft und habe dann hier eben diesen Himmel bekommen. Der sah eigentlich so aus. Ich habe dann noch ein bisschen die Farben angepasst und auf diese Weise dann eben hier diesen, ja, diese Farbstimmung im Himmel etwas abgeändert. Wenn hier hinten rot ist, könnte hier hinten auch irgendwo eine Sonne sein. Das habe ich mir dann gedacht, machen wir einfach eine Sonne. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Neue Ebene gemacht, habe hier einfach eine gelbe Farbe genommen, habe mir den Pinsel genommen und das Ganze dann hier mal so auf 75% gesetzt. Sehr kleine Pinselspitze und dann hier einfach einmal geklickt, vergrößert, die Decke auf 50% gesetzt, nochmal geklickt, vergrößert, auf 25% gesetzt und so habe ich das dann paar Mal gemacht und zu guter Letzt habe ich mir dann noch mal die weiße Vordergrundfarbe genommen, Pinsel verkleinert auf die Größe, die eigentliche Sonne haben soll, 100% Deckkraft und einmal hier hingeklickt und dann bekommt ihr diesen, ja, Look, als würde hinten gerade die Sonne aufgehen. Ich ziehe meine Ebene hier noch mal weg, nehme jetzt hier meine Sonne, die ich gebaut habe und dadurch bekommt das Bild dann noch mal etwas mehr Farbwirkung hier in dem Bereich. Bisschen Dodge and Burn habe ich dann einfach gemacht, indem ich hier mit einer 50% Grauebene, ihr kennt das mittlerweile von mir, dann mit weißer Farbe hier drauf gemalt habe und habe dadurch noch diese Kanten hier etwas hervorgehoben. Habe dann noch etwas Farbbalance ins Bild gebracht, um noch ein bisschen mehr Blauton zu bekommen. Fotofilter, noch mehr Blauton und letztendlich dann in Viveza 2 den Himmel noch ein bisschen angepasst. Das zeige ich euch auch gerade hier einmal. Hier ist die normale zusammengefasste Ebene von allem darunter. Dann gehen wir einfach in Viveza 2, das ist Nick Collection, und habe dann hier einfach einen Kontrollpunkt genommen, habe den hier oben eingefügt. So. Und habe dann hier einfach den Kontrast etwas erhöht, Struktur, die Wärme etwas herabgesetzt und auf diese Weise dann auch noch hier die Helligkeit. Und dann hier einfach mit gedrückter Alt-Taste das Ganze im Himmel kopiert, um hier einfach diese Stimmung zu bekommen. Ich breche das mal ab, habe das hier schon einmal gemacht gehabt und habe jetzt einfach das hier dann als fertiges Endergebnis. Schauen wir einmal noch den Vorher-Nachher-Vergleich. Das hier war vorher und das hier ist unser Endergebnis. Ihr seht, aus so einem Bild kann man allerhand rausholen. Wenn man ein bisschen mit den Farben spielt, kann man sehr viel schöne Effekte erzielen und das hat jetzt eigentlich nicht lange gedauert. Ja, ich freue mich auf eure Ergebnisse auch in den nächsten RAW Talks. Macht immer fleißig mit, schickt uns eure Bilder. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Vergesst nicht, gebt bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, dass ihr immer informiert seid, wenn ich neue Videos hochlade. Und schreibt mir gerne auch eure Meinung zu diesem Bild in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.